Willkommen Reisende, wir sind zurück, Going Medieval. In der letzten Folge haben wir Großküche gemacht. Ich habe hier jetzt weiter angezeichnet, dass die hier schön bauen. Lass mal laufen. Wir haben gerade Winter wieder. Die frieren jetzt alle, weil die ganzen Feuerwälder nicht an sind. Ich habe die Priorität auf hoch gestellt. Und auch hier hinten Hausmeistertätigkeit bei einigen noch höher. Und wir haben einen neuen Siedler bekommen. Keswin. Die ist gut in Bergbau, Tierhaltung, in Kochen. Deswegen habe ich sie auf 1 gestellt. Zimmerhandwerk brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir übrigens bei allen nicht. Und ich habe hier das Lager hatten wir ja zusammen gemacht. Hier ja, endlich fertig aufgefüllt. Da können wir dann die Schmiede reinbauen. Hier habe ich Lager angezeichnet. Hier hinten auch. Und jeweils hier oben und in der unteren Etage. Ach, welche Richtung? Da ist voll mit Lehm. Hier sind die Steinmetze drin. Kleines Lager für die. Hoffen nur, dass wir hier jetzt auch schön weiter Kohle produzieren. Holz liegt ja hier hinten. So, dann werden wir mal hier als erstes, bevor wir das machen, gehen wir in den Keller. So. Ich habe hier die Lagerräume angezeichnet. 4 Stück werden es. Oh, hier habe ich die Verbindung vergessen. Machen wir also hier jeweils Streben. Immer von links nach rechts. Dann dazwischen alles ausheben. Und wenn sie das gemacht haben, machen wir hier auch. Hier ist ja unser Keller. Eine Etage tiefer. Stützen das hier ab. Und dann jeweils quer abstützen. Dann kann das hier raus. Und dann werden wir hier vorne eine Treppe hinsetzen. Eine Etage tiefer. Und dann können die das auch alles gleichmäßig hier, wie es angezeichnet ist, auch ausheben. Hier habe ich auch die Verbindung vergessen. Werden wir mal gucken, dass sie das machen. Aber irgendwie kocht auch keiner. Gut, wir haben ja auch noch viele Baustellen jetzt hier. Jetzt haben wir natürlich Bergbau wieder. Dann müssen wir die mit Bergbau natürlich erstmal wieder hochsetzen. In den Keller kommen sie ja jetzt mittlerweile. Der baut irgendwas. Beten. Beten, ja, das kann er auch später machen. Bin ich nicht angewählt, wa? Ah. Das ist ja jetzt ärgerlich. Ah, so. Dann kann der das machen. Hier, guck mal, der hat auch Bau. Hier werden wir dann schön 2 Treppen. Oder 3. Oder vielleicht nur die in der Mitte runtersetzen. Müssen wir mal sehen. Der macht Bergbau. Kann er erstmal das hier machen. So, dann haben wir hier unten wenigstens abgestützt. Dann gehen wir jetzt. Ja, der Schnee ist wirklich ärgerlich, muss man ja mal sagen. Hier hin.
Hier wollten wir ja die Schmiede und die Schmelze reinbauen. Also einmal den Rüstungsmachertisch und einmal die Schmiede. Die ist sehr groß. Da haben wir zwei Fenster. Machen wir es. Das kann man zur Not, wenn auch, ändern, aber zwei Fenster geht, wenn man ganz ranstellen. Sieht das ja schon nicht schlecht aus. Ja, und hier hat das nicht weit zu dem Lager. Werden wir den hier hinstellen. Und den Rüstungsmachertisch. Gut, der ist aber groß. Okay, den müssen wir dann. Ah, wir können ihn hier so hinstellen. Dann ist das nicht so problematisch mit der Tür. Wir machen das aber anders. Ja, aber dann ist die Tür im Weg. Da auch. Also wir müssten vorne oder hinten die Tür versetzen. Den hier hinsetzen. So. Den nochmal abreißen. Und dann hier hinsetzen. Ey, das. Ah. Wo können wir den mal hinsetzen? So, dann. Oh, wir können das auch hier machen, ne? So. Den hier hinstellen. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt mit dem Eingang, ne? Dann setzen wir den aber nach links. So. Und wenn wir die Tür hier, die habe ich so schön dahin gebaut, dann müssten wir auch die hier versetzen. Weil dann die Tür hier hin machen. Setzen wir den Block nach hier und hier setzen wir ein Fenster hin. Da kommt die Tür hin und der Fenster, das Fenster kommt auch weg. Ja. Dann kann man vorne ein bisschen reingehen. Und hier kommt man ja auch noch gut lang. Dann. So. Also nehmen wir eine Tür. Erstmal müssen wir den Holzboden da entfernen. Ja, also nochmal hier die Tür hin. Oder noch ein rüber. Also so. Fenster. Tür. Ups.
müssen wir die hier aber versetzen. Der macht Silber. Da ist die Tür. So. Den auch. Schreibt. Gräbt. Gräbt. Guck mal, die kann ja halbwegs bauen. Der da kann auch bauen. So, hier sind Bodensteine. Die wird es natürlich sehr schwer nur sehen. Ja, hier sind welche. So. Die müssen wir erst abreißen. Und dann hier wieder versetzt hinstellen. Oder lassen wir die da stehen. Ja, so nah am Haus stört ja keinen. Hier ist ja kein Fenster eingebaut. Mit Fenster würden sie eh nur hier drauf gucken, egal ob wir sie jetzt ein Stück hier hinstellen oder nicht. Dann brechen wir das ab. Oh, noch nicht. So. Und erweitern den Weg einfach. So. Dann haben sie da auch ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten, ist auch okay. Das erstmal machen, dann müssen wir noch sehen, wo wir die Treppe nach oben hinsetzen. Also hier würde ja jetzt gehen, wenn die Arbeiter, wenn sie Material benötigen oder sowas, nach oben gehen. Geht auch noch mit der Tür. Wir machen das wie in dem anderen Haus so. Würde auch gehen. Ja, könnten wir eigentlich auch so machen. Ja, oder hier hinten ist eigentlich besser. Dann haben wir vorne ein bisschen Platz. Müssen wir mal gucken hier. Wo setzen wir Trägerbalken hin? Also hier könnten wir ihn hinsetzen. Und da auch. Dann sind es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Das geht ja schon mal. Dann kommt da ein Holzboden hin. So. Und so. Gut. Da kommen noch Bodenfliesen hin. So, dann werden wir mal hier jetzt ja die Mauern. Auch mal hier in die Ecken Fenster. Wir könnten jeweils hier ein Fenster. Da geht auch. Und da. Hm. Mal gucken, ob wir das hier eins hinsetzen, da eins hinsetzen. Hm. Und dann so. Vielleicht. Hier zwei, ein und hier wieder zwei. Na, Handelskraft. Apropos Handelskarawane. Es kam ein Händler. Und da wollte ich natürlich gucken, ob der Kräutersamen hat. Und wir haben durch irgendwas, durch Ernten oder wie auch immer, zwei Kräutersamen gehabt. Und die reichen ja, eins reicht ja, um das hier freizuschalten. Also haben wir jetzt auch Kräuter, die wir anbauen können.
Natürlich jetzt nicht, weil es gerade Winter ist. Aber sobald die Kräuter hier angepflanzt sind, können wir auch andere Nahrung herstellen. Wir haben jetzt so eine schöne Küche. Können ja gleich trotzdem mal gucken, was der hat. Dann können wir nämlich hier auch großes, also eine üppige Mahlzeit herstellen. Anstatt diese hier. Weil da benötigt man eine höhere Fertigkeit. Das wird bestimmt besser sein als nur eine Mahlzeit. Wie wir mal gar kein Essen haben. Wir haben eine verpackte Mahlzeit. Die fressen ohne Ende. Also genug Zeug haben wir ja. Dürfen wir auch alles zum Kochen verwenden. Aber das sonst nicht loswerden. Bis auf Honig. Da haben wir so wenig. Den brauchen wir ja hierfür. Hier ist jetzt nur noch Salz. Das kommt von dem. Hier hinten bauen wir doch ab, damit wir immer schön Erde haben zum Auffüllen. Da war so viel Salz drin, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Und die Maische, also das Gärungszeug, haben wir erstmal hier hingestellt. Da hier gerade Platz war. Das kommt natürlich dann. Weiß ich gar nicht, wo kommt das hier hin? Ja, das soll eigentlich dahin. Witzig. Warum steht das dann hier? Ah, okay. Da kann das hin, wenn hier voll ist. Weil das muss ja eine gewisse Temperatur haben. Da müssen wir dann immer drauf achten. Dass wir das hier oben lagern und sobald das dann fertig ist, können sie es direkt von hier dann in den Keller tragen. So. Ist denn eigentlich jetzt überall ein Dach drauf? Warum können wir durchs Dach gucken? Ah, ein höher scrollen, okay. So. Dann werden wir jetzt hier weiterschauen. Tür. Könnten wir genau hier lassen. Weil das funktioniert auch mit den beiden Treppen. Also wir können die ganz normal hier hinstellen. Aber wir müssen die dann nicht in dieselbe Richtung öffnen. Er dreht die wieder zurück. Das ist ja mies. Geht das so? Ne, er dreht die zurück. Weil die müssen ja schon so aufgehen, dass die da auch durch können. Also, die geht so rum auf. Und die nicht. Und ich kann sie auch nicht drehen. Ich kann sie hier drehen. Dann dreht das aber zurück. Da nicht eine Tür auch reicht? Stimmt, oder? Gilt ja als Raum, wenn eine Tür zwischen ist, also. So. Dann kommen jetzt hier vorne. Oder machen wir halt die Fenster wie hinten, würde ich sagen. Lassen wir eigentlich vorne die Tür jetzt hier oder tauschen wir die mit dem Fenster? Finden wir auch. Also Platz genug ist er hier eigentlich. Selbst wenn wir. Dann kommen die da nicht zur Arbeit, ne? Wenn wir hier eine Wand hinsetzen würden. So, ja, nee. Dann kommen die nicht zur Arbeit. Ja gut. Dann hat die Schmiede halt keinen Empfangsbereich. So schlimm ist das auch nicht. Nee. Warum? Also, dann kommt. Da und da. 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 Dann
Dann nehmen wir die Fenster. Hier eins, da und da. Jetzt nehmen wir ein Dach. So. Dann haben wir hier auch ein Dach drauf. Dann können wir jetzt... Hier haben wir nichts verändert außen. Aber wie haben wir das hier drüben gemacht? Also, da sind Doppelfenster und dann... Wie hier... Oben und bei den äußeren. Also da ist ein Fenster, da ist ein Fenster. Und neben der Tür. So, so. Dann kommt hier bei einen. Hier kommen welche hin. So. Hier lassen wir wieder in der Mitte Platz für die Tür. So. Das hier ist ein anderes Gebäude. Das machen wir so. Und dann kommt da eine Tür rein. So. Hinten dann genau dasselbe. Fenster. Fenster. So. Wand hier. Gleich gehen wir mal in den Keller gucken, ob sich da schon irgendwas getan hat. Seltsam. Haben sie den hingesetzt? Also nicht unten rein. Jetzt aber. So, ein Dach. Und zwar so. Das mit den Fenstern behalten wir dann, denke ich mal, bei. Kommt hier eins hin, da, da und da. Jetzt nur die Frage, werden wir später hier noch anbauen? Eigentlich nicht. Es sind ja mal vier und dann würde es zur Seite gehen. Also müssten wir, wenn hinten, die Fenster entfernen. Und nicht an der Seite. Sondern an der Seite müssen welche hin. Nur hinten dann nicht. Die haben wir an der Seite, die Fenster. Das mit dem Keller ist aber... Na, guck mal bei dem Gebäude. Da haben wir oben mehr Fenster eingebaut. Okay. Können wir das mal machen. Wo waren wir? Hier. Da. Also. Ein Fenster. Doppelfenster. Doppelfenster, ein Fenster. So. Dann muss da natürlich auch eine Tür hin. Das mit den Quadratmustern zum Anzeichnen, zum Bauen ist echt gut. Dann sieht man wenigstens, wenn man was gleich bauen möchte, wo man das hinsetzen muss. So, ein Dach. Und dieses. So. Und jetzt müssen da... Wie waren die Fenster? Unten? Türfenster und dann Mauer. Also. Tür. Fenster. Fenster. Oh, warte, was? Dann eine Mauer und wieder ein Fenster. Eine Mauer, ein Fenster. Eine Mauer, ein Fenster. So. Jetzt lassen wir die das mal bauen.
Bild ist. Warum fehlen uns denn jetzt hier? Fehlt uns denn da? Wollt ihr nicht erreichbar? Wie nicht erreichbar? Ja, dann bau den Fußboden, dann kommst du da auch hin, also. Hier oben können wir dann übrigens wieder ein Lager einsetzen. Das geht aber erst, wenn der Fußboden fertig gebaut ist. Wir müssen nur sehen, was wir in das Lager packen. Die Lebensmittel, die verderben ja recht schnell, die hier noch liegen. Und das Holz und Lehm und so, das kann eigentlich auch draußen liegen. Rohmaterial, Lehm, Kalkstein, Erde. Kalksteinerde. Ja, guck mal, das würde auf Mittel auch reichen. Das wird draußen nicht schlecht. Holz und Kohle ja nicht so wichtig. Das kann alles draußen lagern. Wir können das gerne hier hinpacken. So, hier ist gleich der Boden fertig. Dann kommt da einfach dasselbe Lager rein. Bis wir es für irgendwas anderes benötigen. So. Wir werden aber noch Heizbehälter reinstellen. Und wenn wir nicht. Nein, da. Damit das hier dann auch warm genug ist. Ich weiß überhaupt nicht. Reichen 2. Keine Ahnung. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Wert, wie viele benötigt. Na, guck mal, hier stehen gar keine. Wenn sie die bauen, müssen wir die wieder umstellen. Die sind von Haus aus auf niedrig. Hoch. Ja, obwohl, warte mal. Was haben wir denn? Wir haben 57.000 Zweige. Super. Wird man auch nicht los. Hier ist auch einer. So, den müssen sie noch bauen. Dann haben wir auf jeden Fall auch gut Lagerflächen. Das ist ja schon mal sehr gut. Der Winter ist gleich zu Ende. Jetzt, wo ich die Dinger umgestellt habe, können wir die natürlich dann Mitte Frühling direkt wieder ausmachen. Und den Weg haben sie schon gemacht. Natürlich fehlt jetzt von der Tür zu der Tür. Aber die sollen erstmal den hier bauen. Den Feuerbehälter. Den umstellen können. Echt, unsere Dorfbewohner machen nichts. Nur die Hunde sind am Arbeiten. Hungrig. Proviantbeutel, Ressourcen, Bergbau, Essen. Ja, guck mal, immerhin 2 machen Essen. So. So. Hier wieder zuklappen. Mal 3 Gebäude fertiggestellt. Ich hab's geschafft. Dann gucken wir jetzt noch. Oh, nee, ja. Genau, jetzt wo ihr es sagt.
Erstens fehlt hier der Gehweg. Und zweitens fehlen hier sowas von die Flaggen. Wenn wir eins haben, ist es Stoff. Aber wie haben wir das gemacht? Oh. 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 Hier und Fackeln, ne? Oh. Hier neben die Tür, neben die Tür, neben die Tür. Dann brauchen wir jetzt noch Schilder. Die verstecken sich ja hier auch irgendwo. So, da kommt ein Lager. Ach nee, doch, ist richtig. Und sag mal, das hängt irgendwie falsch, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, das hängt falsch. Das muss da hin. Ja, haha, wir haben hier unten die Türen vergessen. Och nö. So. Das ist ja jetzt ärgerlich. Also. Tür. Fenster. Wand, Fenster. Fenster, Wand, Fenster. Und dann müssen wir natürlich da noch eins hinhängen. So, dann können wir hier schon mal den Weg andeuten. Ich war unsicher, ob ich das hier zumache, weil das ist ja unsere Lebengrube. Wenn wir da Erde drüber machen, sieht die hier so grüner aus, komplett. Dann sehen wir nicht, wo das Leben ist. Wir haben zwar 13.000, also fast 14.000 Leben. Ja, das, eigentlich müsste das reichen. Wir bauen noch, ja, wenn nur, ja, irgendwas ist mit dem Dach falsch. Ah nein, quer sind die so. Okay, gut. Okay. Ich dachte schon, weil die hier mal unten zusammengehen. Okay. Mal irgendwas. Ja, warte mal. Habe ich Lack gesoffen? Das sieht doch anders aus. Also. Hier müsste ein Fenster hin. Erstmal. Ja, cool. Winter ist vorbei. Warte mal. Hier sind es Doppelfenster. Ey, da muss ein Fenster hin. Warum ist da? Was haben wir da drin? Geht das vielleicht? Nö, doch, das geht. Wir haben nur hinten die Tür versetzt. Ach, wir wollten bestimmt, dass es gleich aussieht, ne? Vorne und hinten. Aber es ist irgendwie wichtiger, dass das hier vorne vernünftig aussieht. Also das hier muss...
Haben wir da echt drei oben? Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins. Geh nicht. Hier muss ein Fenster hin. Oder nicht? So. Und das Fenster da ist auch falsch. Reißen sie natürlich hier. Das Dach ab, aber das lässt sich jetzt hier nun mal nicht ändern. So. 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 Habe ich da jetzt kein Fenster angesetzt? Scheinbar nicht. So, also wenn sie da jetzt das Fenster bauen, dann ist es doch richtig, oder nicht? Aber wir müssen gucken, hier ist eine Schmiede drin. Da ist ja das Symbol da. So. Oh. Hm. Wo ich das nehmen, oder? So, hier ist der Steinmetz drin. Das wäre ja sowas. In so. Und hier sind Lager drin. Da kommt ja dann wieder Boten weg. So. Ja, Boten weg war richtig, ne? Ja, Boten weg. Aber so. Das hier mal natürlich. Das kommt auch dahin. Oh, hier geht das. Also bei den Seiten hier habe ich ja wohl Lack gesoffen. Ja, gar nichts. Also die Tür stimmt. Das muss weg, das muss weg. Da muss ein Fenster hin. Da muss ein Fenster hin. Und dann ist da eigentlich Wand. Schlafen die eigentlich? Also die sind echt nur am Schlafen. In diesem Minuten, die wach sind, kriegen die aber auch nicht viel hin. So. Muss da natürlich eine neue Fackel dran. So. Und natürlich ein Schild. So. Und das Schild ist Hände weg in Rot. In dem Look. So. Hey, jetzt hat er das Doppelfenster wie hier. Auch nicht schlecht. Zählt der Raum da drin jetzt eigentlich als Werkstatt? Freier. Ah, okay. Werkstatt. Ah, wir haben. Ich habe die Werkzeugwandregale vergessen.
Werkzeug, Bandregale. So. Die tun wir genau. Naja. Mal der macht Werkzeuge. Der Werkzeug, Bandregale. Wir brauchen ein Wärmebehältnis hier drin. Ah, die könnten ja auch Mittagspause am Tisch machen. An einem Steintisch. Aus Handwerker sind. Mit Stühlen. Aus Eisen. Ästhetik 9. Oh. Wie Holz denn am besten? Ja gut, ist ein Steintisch, werden sie wohl hinkriegen, nicht den Holzstuhl anzufackeln, oder? So. Ja, er will jetzt trotzdem noch die Heizung. Die wir... wo stellen wir den jetzt hin? Hier hin. Und dahin. Zwar unter Balken. Nicht mein Lieblingsplatz jetzt, aber... so. Hoch. Ein Holz. Wir haben so viel Zweige und Kohle wird hergestellt. Sollen die mal lieber die Zweige und sowas benutzen? Das Holz brauchen wir schließlich ab und zu für die Böden. So. Gut. Dann ist das jetzt eine Werkstatt. Ja. Das ist eine Werkstatt. Gut. Das hier ist einfach ein Lagerraum. Okay. Hier oben haben wir noch Platz für Lager. Die Türen zwischen den Gebäuden können wir auf unverschlossen stellen. Guck mal hier, dass sie klappt oder was? Welche? Hier oben ist eine. Ist da unten jetzt auch eine oder wie oder was? So. Unverschlossen. Ernsthaft. Da ist eine Tür. Die ist auf unverschlossen. Unverschlossen? Unverschlossen. Unverschlossen? Da ist nur diese eine. Hier ist auch nur eine. Ja. Hier ist eine. Okay. Hier ist noch eine. Aber... oh ne, guck mal, hier ist eine zweite Tür. Die ist aber auf unverschlossen. Gut. So. Dann jetzt noch einmal schnell in den Keller geschaut. Ah, ich habe was übrigens was richtig Cooles entdeckt. Falls ihr das entdeckt habt. Wenn nicht, freut es mich auch. Dann kann ich euch das zeigen. Man kann hier an den Steinen. Die sind ja eigentlich flach. So eine Erhebung. Geben. Es geht auch mit zwei Seiten. So. Es geht aber auch so. Dann könnte man jeweils mit vier Steinen so hier rum den Stein in der Mitte entfernen. Dann können wir da Blumen hinsetzen. Also Blumen ja nicht, aber wir könnten Kräuter, die sehen Blumen ähnlich. Dann hätte man hier immer so vereinzelt oder ein bisschen weiter. Hätten wir dann schönen Blumen. Mit Einrahmung durch den Fußweg. Werden wir später wohl noch machen irgendwie. Dann habe ich das jetzt hier erstmal durchgezogen bis zum Ende der Gebäude hier. Und dann kann man ja abfahren.
Mit seinen Kutschen. Und vorne können sie ja auch dann hier links oder rechts. Hier oben an die beiden Steine kommen sie nicht dran. Müssten wir außen eine Treppe setzen. Hatte aber noch keine Zeit zu. So. Schick, schick. So, hier haben wir jetzt alles erledigt. Gut. Okay. Hier hinten ist Lager. Gut. Es wundert mich auch, es sagt gar keiner, wir hätten so wenig Betten. Dabei haben wir eigentlich zu wenig Betten. Da wir ja neun Siedler haben und es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Betten. Keine Ahnung, wo die schläft. Aber naja. So, noch einmal schnell den Keller. Oh Gott, was ist denn? Ach nee, ja doch, das habe ich mit Absicht so gemacht. Einmal in den Keller schauen. Hat sich da was getan? Oh, das ist aber sehr schön. Balken. 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 Ups. Balken. Da, da. Oh, haben sie auch, haben wir sogar den Keller ausgebaut bekommen. So. Also zum den Anfang gemacht dafür. Aber das war ja erstmal wichtig. So. Wir könnten eigentlich. Ah, ist unnötig. Das hält ja. Na, obwohl. Wenn wir da drunter die Ebene wegreißen. Doch. Sollten wir vielleicht hier auch noch welche machen. Wie haben wir dazwischen? A2. Na gut, geht jetzt hier nicht. Hey, da geht das. Ah, ja, da war da anfangen sollen. So. Zum Wie geht denn das immer nur auf einer Seite? Also fangen wir hier an. Zwei freilassen. Zwei freilassen. Zwei freilassen. Ja gut, hier ist zwei breiter wie da drüben. So. Das machen wir dann nächste Folge. Fertig den Keller. So. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Gerne abonnieren, liken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.